Moin alle Leute, hier ist euer Mr. Verbot. Und ja, im heutigen Video sprechen wir unter anderem über die Aussage von Telekom-Chef Timotheus Höttges. Denn er warnt, dass das Label Made in Germany vor großen Veränderungen steht. Zugleich schauen wir uns die aktuellen Entwicklungen und Prognosen an, denen hier sehen, die Vorhersagen für Deutschland alles andere als gut aus. Mittlerweile befürchten viele anerkannte Experten nicht weniger als eine massive die Industrialisierung Deutschlands mit all seinen schlimmen Folgendes gesagt, meldet sich jetzt mit dramatischen Worten und warnte, dass Made in Germany vor einem regelrechten Zerfall stehe. Früher war oftmals die Rede vom deutschen Wunder oder vom Wirtschaftswunder, da es Deutschland schaffte, sich von einem durch Krieg zerstörten Land in einen modernen Industriestaat zu entwickeln. Einst stand Made in Germany unter anderem für Innovationskraft, kontrollierte Produktionsbedingungen, hohe Verarbeitungs- und erstklassige Materialien. Schon in den vergangenen Jahren hatte der Ruf gelitten, doch im Zuge der aktuellen Krise ist fraglich, was davon überhaupt noch übrig bleibt. Denn die aktuelle Krise hat das Zeug dazu, Deutschland massiv zu industrialisieren. Noch dazu später mehr. Der Telekom-Chef warnte zumindest, dass sich durch den großen Wohlstand eine gewisse Arroganz bei uns eingeschlichen habe. Das Label Made in Germany würde laut Höttges überall blockeln, so schließe Deutschland beispielsweise bei der Digitalisierung des öffentlichen Dienstes schlechter als Griechenland ab. Kaum ein Land berichtet über ein Flughafenchaos, wie es hierzulande der Fall ist. Oder um noch ein Beispiel zu nennen, große Bauprojekte verschlingen Milliarden und sind am Ende ein regelrechtes Desaster. Auch den Trend zum Homeoffice sieht Höttges inzwischen kritisch. Durch das Homeoffice sei beispielsweise ein hohes Maß an Vitalität in der Konzernzentrale des Telekommunikationsunternehmens verloren gegangen. Homeoffice sei zwar nicht mehr wegzudenken, aber führe dazu, dass die Kreativität oft auf der Strecke bleibt. Er appelliert, dass die Beschäftigten wieder mehr in den Büros arbeiten sollten, um den persönlichen Austausch zu ermöglichen. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten schrieben hierzu folgendes Zitat. Viele Beschäftigte, die seit der Corona-Krise mobil von zu Hause aus arbeiten, unterschätzen zudem, was sie für ihre Kollegen zwischenmenschlich bedeuten und wie wichtig persönliche Netzwerke seien, sagte der Manager, und wie sehr gerade neue und junge Beschäftigte darauf angewiesen sind, mit Menschen statt an Monitoren zu arbeiten. Ja, abschaffen will hält es die Regelung aber nicht. Natürlich können Beschäftigte weiter im Homeoffice bleiben, wenn sie in Ruhe an etwas arbeiten, betonte Zitat Ende. Ja, mit der aktuellen Energiekrise droht Deutschland tatsächlich eine regelrechte Deindustrialisierung, denn mit den weiter steigenden Energiekosten könnte sich eine Abwanderungswelle der Industrie mehr und mehr in Gang setzen. Die Betriebe leiden bereits heute schon massiv unter den steigenden Kosten, da die Unternehmen im internationalen Vergleich bei diesen Preisen einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Doch eine Lösung ist nicht in Sicht. Die Energieinflation ist hier viel dramatischer als anderswo, sagte auch Reis Stoffels, Vorstandsvorsitzender von BMI Isolierstoffe, einem Hersteller von Silikonteilen für die Automobilluftfahrt und Haushaltsgeräteindustrie. Auch er befürchtet eine allmählich die Industrialisierung der deutschen Wirtschaft, vor allem für die energieintensive Industrie wie Hersteller von Autoteilen, Chemikalien und Stahl seien die immer weiter steigenden Kosten vorherend und einst eine Abwanderung aus Deutschland. Die einzige Option und auch Simone Tagliani Fellow bei der Brüsseler Denkfabrik Bruegel gab zu bedenken, dass einige Branchen ernsthafte Probleme bekommen werden und ihre Produktion in Europa überdenken müssen. So arbeiten die meisten Konzerne und Unternehmen bereits an Notfallplänen. Die Decke Kamm Verpackungswerke GmbH will wegen der hohen Energiekosten sogar eine Papierfabrik in der niedersächsischen Stadt Nordrup komplett schließen. 70 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz. Die Arobis AG, Europas größter Kupferproduzent, kündigte am 5. August an, dass man den Gasverbrauch minimieren und die erhöhten Stromkosten an die Kunden weitergeben wird. Ein Unternehmenssprecher der Südzucker AG gab an, dass man Notfallplänen arbeite, um sich vorzubereiten. Falls Russland die Gaslieferungen nach Deutschland vollständig unterbricht, und das sind nur wenige Beispiele, wie sehr es mit der Wirtschaft in der Eurozone, vor allem in Deutschland, bergab geht, zeigt auch die Daten der vergangenen Monate. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten fassen es wie folgt zusammen, Zitat, bergab ging es vor allem in den größten Euro-Ländern, allen voran in Deutschland, wo die Wirtschaft wegen der weiteren rückläufigen Industrieproduktion und dem beschleunigten Abwärtstrend im Service-Sektor so stark schrumpfte wie zuletzt im Juli 2020. Frankreichs Wirtschaftskraft
sank aufgrund starker Produktionskürzung in der Industrie und der Abkühlung im Servicesektor erstmals seit 1,5 Jahren wieder. Außerhalb dieser beiden Schwergewichtsländer der Eurozone kam es lediglich zu einem Mini-Wachstum. Zitat Ende. Und auch der Internationale Währungsfonds erklärte im letzten Monat, dass Deutschland in diesem Jahr durch die Energiekrise das schlechteste Ergebnis unter den G7-Staaten erzielen wird. Hierzu gehören auch Kanada, Frankreich, Italien, Japan, Großbritannien und die USA. Für viele Analysten war ein derartiger Zerfall der deutschen Wirtschaft absehbar. Schon die radikale angestrebte Energiewende sorgte dafür, dass Experten vermehrt warnten, dass die Zukunft von Deutschlands Industrie ungewiss sei. So schrieb beispielsweise der Finanz- und Wirtschaftsanalyst Mike Chadlock vor einem Jahr auf seiner Webseite in einem Beitrag, dass der Aufstieg der grünen Politik immens Auswirkungen habe und am Ende eine Deindustrialisierung für Deutschland bedeute. Bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten brachte man Matlocks Aussagen wie folgt auf den Punkt, Zitat: Die Klimaziele werden im Folge schlussendlich für Deutschland das werden, was der BLH-Exit für Großbritannien ist. Meint, dass Deutschland die Klimaziele durchaus erreichen kann, allerdings nur mit der Zurücksetzung der heimischen Produktion. Das bedeutet, dass die Klimaziele Deutschland dazu zwingen werden, sich von seiner traditionellen Rolle des Exportweltmeisters zu verabschieden. Doch in Deutschland hätten das viele Leute noch nicht erkannt. Zitat Ende. Ja Leute, was denkt die Telekommunikationschef, recht oder nicht?